Ein Hochgefühl für den Detox, nämlich Detox für die Lebensenergie. Eine ganz kurze Yoga-Sequenz für Anfänger, die ich eben auf Ibiza für Sie gedreht habe. Unser Sankalpa, sprich die Absicht. Ich tauche voll und ganz in den Fluss der Lebensenergie ein. Möchten Sie Ihren Körper entgiften? Verwenden Sie entgiftende Yoga-Übungen für Anfänger, um Ihren Körper gesund und wieder in Schwung zu bringen. In diese ganz kurze Sequenz werden wir unsere Aufmerksamkeit auf die Atmung und Yoga-Asanas richten, um den Körper von unerwünschten Toxinen einfach zu befreien. Also lassen Sie uns gleich beginnen, die Matte ausrollen, es kann losgehen. Herzlichen Glückwunsch, Sie nehmen sich Zeit für sich. Heute werden wir eine Detox-Einheit für mehr Lebensenergie praktizieren. Wir beginnen im Schneidersitz Sukhasana, ganz entspannt aufgerichtet. Wenn Sie die Hüfte ein wenig erhöhen möchten, können Sie gerne ein gefaltetes Handtuch darunter positionieren. Unser heutiges Mantra: Ich tauche voll und ganz in den Fluss des Lebens ein. Wenn unser Bewusstsein mit dem Strom der schöpferischen Energie der Natur verbunden ist, so fließt das Leben leicht und völlig frei vom Widerstand. Diesen Lebensfluss erleben wir als unser essentielles Selbst und es bringt diese kreative Energie in jeden Aspekt unseres Geistes und unserem Körper. Ziel ist es, mit der Quelle in Verbindung zu bleiben. So kann sich das Leben mit Leichtigkeit und Freude vorwärts bewegen. Detox, gerade in der Yoga-Praxis, das steht in Verbindung mit Rotationen und Seitneigungen, damit die Organe gequetscht und mobilisiert werden. Vor allem hier die Nieren und die Leber. Zusätzlich hat die Atmung einen ganz reinigenden Effekt auf den Körper. 70% der Reinigung findet durch die Atmung statt. Tief ein- und ausatmen. Im Moment die Augen schließen, Rücken ganz lang strecken, Steißbein einlöffeln. Ganz viel Länge der Zentralachse wahrnehmen, wie auch in den Nieren immer mehr Leichtigkeit entsteht, alleine durch die Aufmerksamkeit des Geistes. Die Atmung tief werden lassen, um jetzt schon mit dem Reinigungsprozess zu beginnen. Die Aufmerksamkeit auf den Geist gerichtet. Alle unerwünschte negative Gedanken jetzt schon loslassen, denn auch diese vergiften uns. Atmen Sie in die seitliche Flanken ein und aus. Gerade beim Ausatmen den Bauchnabel nach innen hoch. Die Gedanken kommen zur Ruhe. Noch einmal ganz tief einatmen. Und ausatmen. Nun bei der nächsten Einatmung die Augen öffnen. Arme über die Seite gefächert nach oben. Ausatmen, Rotation nach rechts. Einatmen hoch, ausatmen nach links. Einatmen hoch, ausatmen, Rotation rechts. Einmal links und zur anderen Seite. Und noch einmal ganz tief einatmen, ausatmen nach rechts und abbleiben. Tief einatmen, Länge, ausatmen, noch mehr nachdrehen. Nochmal einatmen, ganz viel Länge, ausatmen und wieder nachdrehen. Einatmen, die rechte Hand anheben und eine Seitneigung nach links. Tief einatmen, durch die Nase ausatmen, Nabel nach innen hoch. Und nun die obere Hand zum Boden bringen, als wollten wir einen Ball umarmen. Wir neigen uns vor über das linke Bein. Tief ein- und ausatmen, Rücken rund, einatmen, Atemfülle in die Rippen gehen, ausatmen, Nabel nach innen. Und nun sanft wieder zurück und auch jetzt einen Torso-Twist über die linke Seite, Rücken ganz lang, ausatmen, rotieren, einatmen, noch mehr Länge,
Ausatmen, noch mehr nachdrehen. Einatmen, noch mal länger. Ausatmen, nachdrehen. Bei der nächsten Einatmung die hinteren Arme nach oben bringen. In eine Seitneigung atmen Sie ganz bewusst in den Halsraum, in die Flanken und ausatmen, Nabel nach innen. Nochmal ganz tief ein und beim Ausatmen falten wir uns über das rechte Knie, Stirn strebt zum Knie, in diese Vorbeuge, die runde Haltung, als würden wir uns über den Ball falten. Einatmen, noch mehr Länge, ausatmen. Noch mehr lösen, Bauchnabel nach innen. Beim Einatmen hochkommen in die sitzende Position. Einatmen, Rücken lang. Beim Ausatmen die Knie nun nach links und die Füße nach rechts neben der Hüfte positionieren. Als wären Sie in den Fersensitz mit der Hüfte aber auf dem Boden positioniert. Einatmen, Rücken ganz lang und beim Ausatmen die rechte Hand zum linken Knie für eine weitere Rotation. Drishti über die linke Seite. Einatmen, ganz viel Länge, ausatmen, noch mehr nachdrehen, die Dehnung in der Taille, in den Nieren wahrnehmen. Atmen Sie zur Mitte. Und jetzt hier noch einmal einatmen, lang in die Seitneigung, linke Seite nach oben strecken, zur rechten Seite über. Drisch die nach oben zur oberen Hand. Ganz viel Länge, tiefe, ruhige Atmung. Bei der Ausatmung noch mehr loslassen. Einatmen zur Mitte und die Füße jetzt nun wechseln in die andere Richtung. Füße nach links. Handfläche aufs rechte Knie außen, einatmen Länge, ausatmen mit der rechten Hand nach hinten in die Rotation. Einatmen noch mehr Länge, ausatmen nachdrehen. Einatmen die rechte Hand nach oben, die linke Hand zur Seite mit den Fingerkuppen auf dem Boden in die Seitneigung. Einatmen Länge, ausatmen nachdrehen. Einatmen noch mehr Länge. Ausatmen noch mehr, schieben in diese Seitenneigung. Und nun die Beine lang strecken in Dandasana, Rücken lang und beim Ausatmen nun beide Beine ganz beugen, Knie zum Brustkorb oder besser noch nach oben zur Stirn, Bauchnabel nach innen und spüren Sie, wie die Organe innen gequetscht werden. Beim Ausatmen die Fußsohlen zusammen in den gebundenen Winkel. Baddha Konasana. Und in diese Haltung einatmen, Rücken ganz lang strecken und beim Ausatmen einen Torso-Twist nach links. Die rechte Hand außerhalb vom linken Oberschenkel, die linke Hand hinter den Rücken einatmen. Beim Ausatmen nachdrehen. Einatmen noch mehr Länge. Ausatmen, noch weiter nachdrehen. Einatmen, wieder zur Mitte. Ausatmen, zur anderen Seite. Ein, noch mehr Länge. Ausatmen, drehen. Bei der nächsten Einatmung die Beine lösen, weit öffnen in Upavishta Konasana. Beide Sitzhöcker mit dem Boden verbinden, Rücken ganz lang, die Schultern tief. Bei der nächsten Einatmung die Arme über die Seite gefächert nach oben, Räuberleiter nach hinten. Ausatmen, die Hände wieder sinken lassen. Und nun die Seitneigung nach rechts. Linker Arm über die Seite gefächert nach oben, am Ohr vorbei. Und in diese Seitneigung spüren Sie die Streckung und die Flanken, Dehnung links. Tief einatmen, noch mehr Länge. Ausatmen in die Seitneigung, Sitzbeinhöcker ganz tief. Einatmen, noch mehr Länge. Ausatmen, Nabel nach innen. Bei der nächsten Einatmung wieder Aufrichtung, Seitenwechsel. Rechte Hand nach oben, linke zur Seite tief. Und ein, Länge. Aus, tief. Einatmen, noch mehr Länge. Doppelkinn, langer Hals, weiter in den Flanken, in den Achseln. Ausatmen, Nabel nach innen. Einatmen, wieder zur Mitte hochkommen und nun beim Einatmen die Hände hinter den Rücken positionieren, Brustkorb zum Himmel. Und beim Ausatmen die Hände nach vorne
unten absetzen, Rücken rund. Einatmen, Hände hinter den Rücken, Weite im Herzen. Ausatmen, Hände nach vorne, Rücken rund. Atmung fließt, kommen Sie zur Mitte, die Beine zusammen in Dandasana, den Stocksitz. Rücken ganz lang strecken, Fersen zusammen, Fußzehen strahlen zum Himmel. Einatmen nochmal Länge im Rumpf, ausatmen, Vorbeuge nach vorne. Rücken ist lang gestreckt und einfach mal nach vorne fallen. Nun bleiben wir hier vorne und wir schwanken einfach wie so eine Wippe mal nach rechts am Bein vorbei und dann mal nach links am Bein vorbei. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte und rechts, tief, ein Mitte. Und links. Einatmen zur Mitte und in der Mitte bleiben und die Atmung fließen lassen. Und sie ein, voll und ganz in den Fluss des Lebens. Om Gam Nama. Atmen Sie in die Nieren. Atmen Sie in den Rücken. Zwischen die Schulterblätter. Gerade beim Einatmen die Flanken immer weiter öffnen. Einatmen, aufrichten in die sitzende Position. Das linke Bein beugen, Fuß über das rechte Bein überkreuzt. Fußsohle Boden, Knie strahlt nach oben. Beim Einatmen die rechte Hand über das linke Bein, entweder eine Umarmung oder außen fassen für einen einfachen Drehsitz. Einatmen lang. Ausatmen, drehen. Drishti nach hinten. Doppelkinn, langer Hals. Vielleicht kommen Sie wirklich mit dem Ellenbogen, mit dem rechten Ellenbogen am linken Knie außen. Einatmen, Länge. Ausatmen, nachdrehen. Noch mehr Länge ein. Ausdrehen. Und dann langsam wieder zurück für eine Gegenbewegung. Einatmen, aufrichten und Bein wechseln. Rechtes Bein beugen und über dem Fuß überkreuzt absetzen. Einatmen, aufrichten, mit der linken Hand das rechte Bein umarmen und nach hinten drehen in eine Rotation. Und jetzt entweder Bein umarmt lassen oder mit dem rechten Ellenbogen am linken Knie außen fassen. So regelrecht einklemmen. Diese Atmung fließt. Einatmen Länge. Ausatmen nachdrehen. Ein, noch mehr Länge. Aus, tief. Bei der nächsten Einatmung wieder zurück in eine Gegendehnung. Und beim Ausatmen wieder lösen. Einatmen, aufrichten und wir legen uns nach hinten ab in die Rückenlage. Fußsohle mit dem Boden verbinden und mal die Beine hüftschmal öffnen und dann einfach mal in so Scheibenwischerbewegung mal die Knie nach rechts und zur Mitte, dann wieder links zur Mitte. Dabei ganz bewusst die Schultern am Boden lassen. Und nun zur rechten Seite und in dieser Seitneigung, in dieser Rotation bleiben. Knie auf Höhe des Bauchnabels, Schultern am Boden lassen und die Atmung fließt. Einatmen, Atemfülle. Ausatmen, absetzen, Knie noch tiefer. Ein, weiter. Aus, los. Ein. Rippen weit. Aus, Nabel nach innen, Kopf ist mittig. Einatmen, Knie zur Mitte. Ausatmen, zur anderen Seite. Dabei die Hüfte ein kleines bisschen zur Seite positionieren, nach rechts und Knie nach links. Tiefe Atmung.
bei jeder Ausatmung noch mehr entspannen. Ganz bewusst bei der Einatmung den Rippenkäfig immer weiter füllen. Vielleicht möchten Sie Erdrishti noch weiter nach oben ziehen, zur Seite. Nehmen Sie wahr, wie dieses Lymphsystem stimuliert wird, alles an Bewegung im Körper immer weiter wird. Dynamik, Blutfluss. Und nun langsam zur Mitte, Beine nach oben zum Himmel. Beine ganz entspannt und einfach so eine Venenpumpe. Nehmen Sie wahr, wie das Blut herabfließt. Eine Umkehrhaltung. Tief ein- und ausatmen und die Beine wieder am Boden ablegen. In Shavasana, die Totenstellung. Handrücken auf den Boden, Fußspitzen nach außen. Nehmen Sie wahr, wie Sie sich fühlen im Vergleich zum Anfang der heutigen Einheit. Nehmen Sie den Fluss des Lebens, die Lebensenergie in Ihrem Körper auf. Der innere Reinigungsprozess, der begonnen hat. Sehr wichtig ist anschließend sehr viel zu trinken, um diesen Prozess zu beschleunigen. Om Gam Nama. Tief einatmen und beim Ausatmen wahrnehmen. Wahrnehmen, wie es sich anfühlt im Körper. Sie haben jetzt ganz viele Schlackstoffe mobilisiert, wie so ein alter Schwamm wurden sie gequetscht und gedrückt und rotiert. Alles kann jetzt gehen. Bei der nächsten Einatmung die Arme über den Kopf lang strecken, Entfernung, Hände, Füße vergrößern. Ausatmen, die Beine beugen, Knie zu einer Seite. Handfläche schiebt den Boden weg und wir tauchen ein in den Schneidersitz, Sukhasana. Einatmen, Rücken lang, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Handfläche zusammen zur Stirn. Wahrnehmen. Liebevoll gedachte Worte unterstützen die Reinheit im Körper. Einatmen nochmal Herz. Atemfülle, Brustkorb. Ausatmen, Daumen in Richtung Brustbein. Namaste, das Licht in mein Herz, größtes Licht in Ihrem Herzen. Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Für sich. Für Ihre Lebensenergie. Wunderbar. Wie war die Einheit? Lass es mich in den Kommentaren wissen, wie du dich gefühlt hast. Mich interessiert natürlich auch, woher du kommst, beziehungsweise wo du heute praktiziert hast. Denke daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich werde dir weiterhin neue kostenlose Erlebnisse zukommen lassen. Wenn du mein Lieblingsprogramm 9 Wochen Yoga Online Retreat kostenlos genießen möchtest, findest du unten in den Beschreibungen den kostenlosen Zugangscode. Als allererstes einfach mal herzliches Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit mit mir auf der Matte genommen hast. Namaste.